Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Was für ein spannender und vor allem lehrreicher Film. Was haben Sie persönlich oder wie hat sich Ihre Ansicht durch diesen Film in Globalisierung, Konsumbereich etc. verändert? Dadurch, dass ich mich schon sehr lange mit diesem Thema befasst habe und auch über mehrere Wochen hinweg mit den Penan gelebt habe im Urwald und ihren Lebensstil, den nomadisierenden Lebensstil, miterleben durfte, habe ich sehr viel über mich selber gelernt auch und wie wir hier abhängig sind. Der Nomade kann nur besitzen, was er tragen kann. Wir begehren so viele Sachen, die uns gar nichts nützen, weil wir halt sesshaft sind. Und das ist ein großer Unterschied. Und vor allem dieses Bewusstsein, wie wir als Menschen uns von der Natur entfremdet haben, das ist mir sehr stark geblieben und das prägt auch. Und wenn man mal dort ist und die Erfahrung gemacht hat, dass das Zeitgefühl überhaupt nicht wichtig ist, weil man keine Meetings hat, weil es keinen Zeitraster gibt, weil einfach nur die Sonne morgens aufgeht und abends untergeht und das Einzige, um was man sich kümmern muss, ist wie kriegt man das Abendessen hin, dann ist das eine unglaubliche Erfahrung, und die eigentlich sehr, sehr normal ist, aber die man völlig vergisst und verdrängt hat im Alltag hier bei uns. Und was wünschen Sie, was die Zuschauer vom Film mitnehmen werden? Also sicherlich, dass sie sich mal unterhalten und Freude haben, aber auch vielleicht ein Bewusstsein über die Zusammenhänge zwischen den Konsumenten hier in Europa und der Urbevölkerung, sei es wo auch immer auf der Welt, die oft sehr ungerecht behandelt werden, weil wir an ihre Rohstoffe ran wollen, und wie diese Systeme funktionieren und wie wir diese Systeme auch zu unserem Nutzen eben betreiben und da ein bisschen Bewusstsein. Ich glaube, das ist interessant für viele und das tut sich ja gut. Und wie hast du dich selbst auf diese Reise vorbereitet? Man wächst ja hinein, wenn man das Drehbuch schreibt. Man versucht herauszufinden, was ist die Essenz und vor allem, was ist die emotionale Essenz von dem Leben von Bruno Manser und was ist die Bedeutung für die Gesellschaft und wie kann man das vermitteln und welche Momente sucht man aus und wie knüpft man sie zusammen, dass hier eine Vision entsteht. Und da wächst man halt mit rein und das kommt dann eigentlich eher natürlich, also die Vorbereitung, die findet während des Drehbuchschreibens statt. Und dann ist es halt oft so, dass man einfach ein Problem hat und man überlegt sich, wie löst man das am besten eigentlich, wie überall sonst im Leben. Mhm. Hinter dem Film steckt eine unglaubliche Produktionsgeschichte. Was war für dich selbst die größte Herausforderung? Also eben natürlich die Arbeit am Drehbuch, wie wird man dieser Persönlichkeit gerecht, wie fügt man die Stationen zusammen, dass auch am Schluss beim Zuschauer Reflexionsmomente entstehen, wie vermittelt man diese Geschichte, aber auch, was sicherlich ganz speziell war, ist, dass wir diesen Film nicht in Malaysia drehen konnten, weil Bruno Manser immer noch ein rotes Tuch ist. Wir hatten da keine Produktionssicherheit und daher mussten wir die Penan aus dem Land ausschaffen quasi, Pässe machen lassen, Arbeitsvisum besorgen und sie nach Indonesien bringen. Das ist anderthalb Tage Reise, drei Flüge, also ein großer Trip, und sie dort mit der europäischen Crew, aber auch mit der indonesischen Crew, also mit ganz vielen Leuten, 3 Monate lang unterbringen, und gleichzeitig hatten wir auch noch mit den Holzfällern zu tun, also mit den Feinden sozusagen, und wir mussten auch auf dieser Seite schauen, dass wir da drehen konnten und dass sie uns das erlauben, so einen Film zu machen, der sehr, sehr kritisch ist für sie, und das war einfach ein Riesenunternehmen, also es war wirklich verrückt. Es wäre so viel einfacher gewesen, wenn wir den Film bei Ihnen vor Ort hätten drehen können, aber das konnten wir ja nicht. Für Bruno Manser selbst war diese ganze Geschichte auch ein riesiger Kampf. Was denkst du, dass sein Antrieb war?
das ist halt eben das Spezielle, dass er 15 Jahre lang für eine solche Sache gekämpft hat. Also er hat versucht, ein Wirtschaftssystem zu verändern, ein globales Wirtschaftssystem. Das kann man sich gar nicht vorstellen, auf so eine Idee zu kommen. Und dafür zu kämpfen, ohne irgendwie einen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen, das ist eigentlich das Mysterium Bruno Mansa. Da gibt es nur wenige Menschen, die sowas tun. Und deswegen schauen wir auch hoch zu diesen Menschen. Und deswegen ist dieser Film auch sehr speziell, auch ein Mahnmal für uns alle. Und was ihn schlussendlich angetrieben hat, ich glaube einfach das Mitgefühl, das menschliche Mitgefühl für die Penan, die er doch zu lieben begann, ihren Lebensstil liebte und sich dort so gut identifizieren konnte. Was ist dein persönlicher Antrieb fürs Filmemachen? Fürs Filmemachen allgemein. Also für mich steht die Geschichte stark im Zentrum. Geschichten erzählen ist ein menschliches Grundbedürfnis und durchs Geschichten erzählen verstehe ich die Welt besser und lerne mich auch besser kennen dabei. So für mich ist Filme machen auch eine Art, mit dem Leben umzugehen. Und die gleiche Frage aber nochmal von einer anderen Sichtweise aus. Was war dein Antrieb, diese Geschichte umzusetzen? Also am Anfang war es eine Anfrage vom Produzenten. Ich kannte Bruno Mansa nicht so gut, muss ich ehrlich eingestehen, weil ich in dieser Zeit lange in Amerika war. Aber als ich dann am Drehbuch zu arbeiten begann, da hat mich das einfach fasziniert. Jemand, der einen anderen Lebensentwurf gesucht hat, ein Aussteiger, der außerhalb vom System sein Leben suchte weil wir sind ja alle in unserem Alltag gefangen und er hat etwas gemacht, wo wir uns tief unten, glaube ich, alle danach sehen. Und das war eine Faszination für mich. Bruno Manzer hat die Begegnung mit den Penan und mit dem Dschungel selbst extrem bewegt. Was hast du selbst daraus mitgenommen? Also für mich war das auch extrem. Man muss sich vorstellen, man lebt im Urwald ganz von der Natur. Das Zeitgefühl existiert nicht mehr. Schon nach wenigen Tagen realisiert man, dass man eigentlich selber auch nicht wichtiger ist als die Ameise, die vor einem auf den Boden kriecht. Wir sind alle so ein winziger Teil im Universum und dieses Gefühl mal zu verstehen ist eine Sache, aber das am Körper zu erleben, was das bedeutet, das war für mich schon eine tolle Lebenserfahrung. Und zum Schluss noch, hoffst du dir, dass dieser Film auch auf gewisser Weise ein stiller Weckruf ist? Natürlich hoffen wir, dass der Film auch für die Penan irgendeinen Impact auslöst oder auf irgendeine Art und Weise den Kampf weiterführt. Das hoffen wir schon. Aber man kann ja auch im Kleinen denken und da ist meine Hoffnung, dass halt jeder, der den Film sieht, für sich extrapolieren kann, was das in seinem Alltag bedeutet, im Kleinen. Da gibt es viele Sachen, die man mitnehmen kann. Sehr spannend, vielen Dank.